Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zu Cultures, der Rache des Regengottes. Ja, wir sind im Add-on angekommen, also in Rache des Regengottes. Nachdem wir ja die Entdeckung Vinlands in der letzten Folge, oder vorletzten, nee, in der letzten Folge beendet haben, haben wir kurz in die erste Mission von die Rache des Regengottes reingeschaut, die ja jetzt wieder in Vinland spielt. Nicht in Vinland, in Grönland. Also da, wo unser eigenes Dorf ist. So, Jägerzelt ist fertig. Lehmarbeiterzelt ist fertig. Ein Holzfällerzelt wäre doch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Lehmarbeiterzelt ist hier. Ja, ist okay. Holzfällerzelt. Ja. Ist auch toll, dass wir zwei Hauptlager haben. Hier ist Gold, das brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen Nahrung, Bier, Speere und die beiden Leutchen. Dann errichten wir jetzt erstmal Wegweiser hier. Und hier oben zur Grünfläche. Na gut, Bauarbeiter und Fischer wurden erfunden. Ja, super. Jetzt müssen wir erst herausfinden, wieder wo die beiden Leute sind, die wir suchen und brauchen. Könnte also wieder etwas anstrengender werden. Yay. Ja. So. Bauernhof. Ja, wie? Den Bauernhof sollten wir doch errichten. Wie sieht es eigentlich mit Björni aus? Wir haben doch Björni hier auch noch, oder? Nein. Na doch, Björn, die ist Bauarbeiter. Der wird dann wieder wie immer unser Farmer. So, sind die Wegweiser nah genug zusammen? Nein, sind sie nicht. Okay, auf halbem Weg noch einen Wegweiser hinstellen. Ja, wie? Da müssen wir gucken, dass wir da drüben eine Farm errichten. Weil wir haben zwar den Super Fischer. Nach Wasser könnte man theoretisch auch im Schnee graben. Dann graben wir hier mal nach. Obwohl, nee. Nimmt das wieder weg. Der Bäcker will ich nah beim Hauptlager haben. Das heißt, Mühle und so will ich hier oben haben. Ja gut, nach Wasser graben wir, sobald wir den Mühle platziert haben. Ja, wie? So, reicht das, um einen Bauernhof hier zu bauen? Jawohl.
Ich weiß noch nicht mal, ob die KI in... diesem, also was heißt in diesem Teil der Erweiterung etwas schlauer ist. Weil es gibt ja auch neue Mechaniken in der Erweiterung, die es im Hauptspiel nicht gab, die wir aber erst in der nächsten Mission dann sehen werden. Die Mission hier ist mehr oder weniger ein bisschen Einstieg, wobei es gibt neue, schon eine Neuerung, nämlich diese geskripteten Sachen, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben mit der Wiese. Dass auf einmal die ganze Wiese hier aufgedeckt wurde. Und ja, den Bauernhof, den sollten wir lieber hier bauen. Okay, du schlaf mal eine Runde. Da haben die dann genug Fläche. Dann kommt hier die Mühle irgendwo hin. Hier. Der Brunnen daneben. Und dann hier unten irgendwo die Bäckerei. Da sind zwar die Wege etwas größer, aber das macht dann auch nicht so viel aus. Nein, du ziehst da nicht ein. So, gehst jetzt erstmal was essen hier. Da sollten wir die beiden Eskimo-Stämme entdecken und dann herausfinden, wo unser Holzfäller ist, den wir brauchen. So, wo ist Bjarni? Da ist Bjarni. Farmer. Gabelbart. Jäger. Und Hafgrim. Lebenssammler. So, dann können die schon mal in Ruhe arbeiten. Naja, bis wir die Nahrung, das Bier und alles haben, dauert es eine Weile. Ja, frostiges Auge vor den Blaunasen und frierende Socke vor den Schneefüßen. Und Wallahook für den Gelbmesser, wobei die Gelbmesser nur ein paar Leute haben, aber keine Gebäude. Hier, die drei. Dann gucken wir mal, was die zum Handeln haben. Normalerweise die Nahrung können wir ganz locker mit einem Bäcker zusammenkriegen. Wollt ihr handeln, dann wärmt euch bei einer guten heißen Fischsuppe auf, während wir euch zeigen, was wir euch zum Tausch anbieten können. Ja. Nahrung für Leder, Nahrung für Holz. Und du hast schon den Farmer erfunden. Gut. Das heißt, die Mühle kommt hier hin.
ganz ehrlich, ich quartiere hier unsere Bauarbeiter ein. Also ja, hier kriege ich Essen her. Ja, richtig, einfach mal ein Wegweiser. Ja, will. Ja. Ja. Ja, will. Ja. Und ihr beide heiratet. So, damit ist das schon mal erledigt. Das heißt, unsere Bauarbeiter sind schon mal versorgt mit Essen und allem. Das heißt, ich kann hier dann auch noch Wasser graben. Du isst dich an den Bären satt. Und dann gucken wir mal, was unsere anderen Nachbarn so im Angebot haben. Ja, da ich vorhabe, unseren Fischer irgendwann zum zweiten Farmer zu machen, brauchen wir einen Farmer und einen Müller. Das heißt, wenn die Mühle fertig gebaut ist. Ach, nebenbei, wir brauchen ja auch noch eine Schule. Die können wir ruhig hier errichten. Oder hier. Ne, errichten wir sie ruhig hier auf der anderen Seite. So, wir haben den Jäger. Meister. Bier und Möbel. Ja, stimmt, müssen wir dich auch. Ja, wir müssen auch Speere herstellen. Ja. Seid gegrüßt, meine Freunde. Wie ihr wisst, haben wir die leckersten Fische hier im kalten Norden. Wenn ihr möchtet, findet wir bestimmt Waren, mit der wir tauschen können. Also ja, Schuhe für Öl. Hm. Nicht unbedingt etwas, was wir brauchen. So, das heißt, wir wagen uns mal ins Inland. Weil hier drüben ist ja nichts mehr. Hier wäre halt Gold, aber brauchen wir nicht unbedingt. Also nicht in dieser Mission jedenfalls. Hm, du schläfst bei den Bären im Schnee. Gut. Werfen wir doch mal einen Blick. Fürs Zweifamilienhaus muss der Lebenssammler fertig werden.
Warum auch immer die Lebenssammlerhütte hier ist, mir wäre sie da oben irgendwie lieber gewesen.